Ein Albtraum. Es war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich habe niemanden umgebracht. Ups. Es war kein Traum. Nee. Es ist wirklich geschehen. Ja. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Ja, willkommen zurück. Schädel. Ich habe das Gefühl, als trampelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. Ja. Also, willkommen zurück zu Lucas Kane mit seinen Albträumen und seinen Visionen. Wir sind gerade aufgewacht in Lukas Wohnung und werden erstmal etwas gegen diese Kopfschmerzen tun. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Aha! So, 10 plus, sehr gut. Wir gucken uns mal das Buch an. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Okay, Musik mache ich jetzt nicht an. Aber wir sehen uns mal das Bett an. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Dann zieh das Bett doch ab. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls ich hinkommen sollte. Ja, das mache ich auch immer. Später. Das mache ich auch immer, bevor ich Besuch kriege. Erstmal alles schön unter das Laken. Okay, na, wir gehen mal zum Schreibtisch. Schauen uns das Foto an. Meine Eltern, Markus und ich. Oh. Vor dem Unfall. Es gab also einen Unfall, aha. Mal gucken wir mal, was im Internet so läuft. Meine Mail. Posteingang. Ja, Lukas hat keine Freunde, die ihm irgendwelche Nachrichten schicken. Also man kann hier bei den Hauptcharakteren auch ins Internet gehen und ihre E-Mails checken und sowas. Das ist aber keine große Sache. Hier sind dann immer so ein paar Nachrichten. Hier, Computerspiele fordern neue Opfer und mehr Schnee. Ich lese das jetzt nicht vor. Ihr könnt euch das ja durchlesen, wenn ihr Pause macht oder so. Welt. Ah, Pakistan, okay. Machen wir weiter. Wir gehen mal weg vom PC. Steh auf. Jawohl. Und wir werden mal was gegen Lukas blutige Unterarme tun. Oh, das Telefon klingelt. Ja, ran ans Telefon. Hallo? Lukas. Hallo. Schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Also da der Mann mit der geschmalzten Stimme von Mama und Papa gesprochen hat, nehme ich mal an, dass es sein Bruder ist. Das liegt hier unten. Na, wir gucken uns mal an, was hier unten liegt. Oh! Ja, hübsch. Die Sachen, die ich gestern anhatte, total blutverschmiert, die räume ich besser weg. Ja, das machen wir mal besser. Okay, in die Waschmaschine. Ich nehme an, hier ist das Bad. Ja. Oh. So. Perfekt. Kann ich mir irgendwas... Meine Arme sind blutverschmiert. Ich dusche zuerst, bevor ich einen Verband anlege. Okay. Ha! Oh! Den hatte ich ja ganz vergessen.
Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ab unter die Dusche. Wie mit Hose oder wie? Was? Lucas Kane. Er hat anscheinend eine Hose an beim Duschen. Cool. Na komm mal wieder raus aus der Dusche. Ja, die Hose ist noch an. Naja. Jetzt können wir uns die Arme verbinden. Das machen wir auch mal. Das sah ja nicht schön aus. Was hat denn Lukas für eine Haarfarbe? Braun, gelb, weiß, grün, schwarz. Ach herrje, mini, mini. Okay, zu. Und der Mann ist nicht da. Okay, kann ich auf Toilette gehen? Ja, ich kann auf Toilette gehen. Okay. Waschen wir uns nur die Hände? Ja, wir waschen uns nur die Hände. Nein, nicht das Gesicht. Handtücher gibt's hier wohl nicht. Jedenfalls keine, die ich benutzen kann. Okay, dann schauen wir uns mal den Rest der Wohnung an. Oh, was ist jetzt? Okay. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Auf die Plätze? Das ist ein Reaktionstest gewesen. Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. Alles klar. Diese Bilder in meinem Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Das war ein Reaktionstest. Das passiert ganz oft und ist so im Grunde die Grundsteuerung in den Action-Szenen. Es folgt immer eine Reaktionstest-Reihe sozusagen. Ist hier keine Karte? Naja. Okay. Wir gehen da rein. Draußen ist eh kalt. Und gehen mal in die Küche. Können wir in die Schränke gucken? Ah ja. Nach der habe ich gesucht. Bonuskarten. Also mit Bonuskarten, ihr seht, da stand gerade plus 5. Das sind Punkte, die man bekommt. Und man findet im Spiel sehr viele davon. Mal 20, mal 10 und 5. Und diese Punkte werden addiert. Und von denen kann man dann nachher sich Bilder eintauschen im Bonus. In der Bonusrubrik im Hauptmenü. Da kann man Bilder und Videosequenzen und sowas gegen Punkte eintauschen einfach. Das ist der Sinn der Sache. Was gibt's denn hier noch? Gestern um 19.30 Uhr. Hallo, hier ist Tiffany. Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen, um ein paar Sachen abzuholen. Ruf mich doch bitte zurück. Okay, es gibt also noch eine Tiffany. Aber ich würde sagen, Lukas zieht sich mal an. Was kann ich denn hier noch Schönes machen? Ich kann, wie gesagt, hier Musik anmachen. Das ist hier so eine richtige kleine Soundanlage. Aber da habe ich jetzt keine Lust. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Oh! Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Oh mein Gott, wir kriegen Panik, wir kriegen Panik. Wir kriegen Panik. Polizei, aufmachen. Panik. Sekunde, ich komme. Ja, der Schlüssel liegt nämlich auf dem Tisch. Was mich mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Also ich habe die Laken verdeckt und ich habe diesen blutigen Stofffetzen weggemacht. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Aber bevor ich aufmache, obwohl Moment. Sofort. Ja, sofort. So, bevor ich das tue, werde ich jetzt hier die Aufnahme beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.